Was geht, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Aufnahme auf diesem Kanal aus dem LS19 auf der Karte Gemeinde Rade mit dem Farming Gamer 79. Moin. Ich lade jetzt Silage auf diesen Anhänger. Da kann man sie sehen. Und der Farming Gamer 79 verkauft die dann. Und ich mache jetzt weiter mit dem Aufladen. Ja. Ich gehe mal eben drüber zum anderen Feld, ne? Mhm. Da setze ich den Helfer, der ist jetzt auf dem Feld oben, was war das für ein Feld? 40. Ist der jetzt fertig? Ah. Hab den schon auf das Einserfeld gepackt. Fahren. Ja? Oder ich fahr. Nee. Okay. Oder du setzt hier den, dann setzt du den Helfer da drauf, dann fahre ich jetzt. Ja, mache ich. Ich belade ihn noch kurz hier noch. Dann fahre ich den jetzt eben weg, dann kannst du den. Oder kannst selber grubbern. Ja, oder so mache ich. Ne? Ist aber ein bisschen Feldbearbeitungs-Action. Hier steht ja noch was. Am nee. Rand vielleicht. Nee, das ist das Gras. Ah nee, der muss noch nach. Weil ich hier noch nicht war. Ich sehe jetzt hier nur, dass hier noch der Soja steht oder der Weizen. Aber der lädt jetzt nach. Okay. Und dann habe ich da nur noch Stoppeln. Weil ich habe mich ja noch nicht vom Hof wegbewegt, weißt du? Ach so, okay. Funktioniert denn? Ja. Ist manchmal, er muss halt erstmal nachladen. Ja gut, ist halt Uncut Gameplay, ne? Ja. Wenn wir cutten würden, hätten wir das jetzt rausgecuttet. Ja. Ist der komplett geladen hätte. Wenn das Video online kommt, kam schon ein Video davor online, wo der Farming Gamer 79 schon ein Video mit mir hochgeladen hat. Von mir kommt jetzt seit langer Zeit auch mal wieder ein Video. Ja, auf lange Sicht können wir ja gucken, ob wir das hier nicht zu unserem Hauptprojekt machen. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Alles. Dann abwechselnd Videos oder halt, weißt du? Ja. Multiplayer-Videos ja. Kommen. Ja. Weil Hunter Call of the Wild, da bin ich gerade am, also wenn ich mal nicht Farming-Simulator zock, bin ich da richtig am zocken, weil ich
bin nämlich auf Level 44, auf Level 55 sogar. Und ich habe ganz viele goldene und gucke jetzt nach einem Diamant. Also für Leute, die Hunter Call of the Wild nicht kennen, checkt auf jeden Fall die Playlist ab. Ja. So, ich habe abgeladen, hast du gesehen? Ich habe wieder 8000, ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ne? Ja. Aber du siehst mich ja dann, wenn du auf dem Feld bist. Das ist halt ein gerades Feld hier. Das ist halt, hat halt viele Kanten und Ecken. So, dann halt gucken, wie man das macht. Ja. Ich glaube, ich stelle hier auch erstmal den Helfer jetzt schon ein. Oh, ich bin jetzt auch gleich da. Schnell in den Jardier. Mal gucken, wann der von meinem Gamer 79 kommt. Da kommt er auch schon. Machen wir uns mal bereit. So. Oder sieht bestimmt geil aus, wenn du jetzt hier gleich vorbeifährst. Mach ich einmal, bleib ich einmal hier stehen und lass dich an mir vorbeifahren. Und den hört man den 6R mal im Motor. Rampe. Hinten am 6R angehängt. Haben wir das dicke Baby gestartet. Ich glaube wirklich, wir machen das zu unserem Hauptprojekt. Jetzt hast du die Abdeckung zugemacht. Echt? Ja. Okay. Die war offen. Hab ich die vergessen zu sagen. Ah, noch nicht ganz leer. Jetzt ist leer. Ja, warum verkaufen wir die Grassilage? Die brauchen wir nicht. Die können wir zwar auch an die Kühe verfüttern, aber wir haben so viel Maisilage, ja. Wir haben so viel Maisilage. Das reicht. Das kann man dann verkaufen, weil Grassilage gibt gut Geld. Haben wir in der letzten Folge gesehen. Ein so ein Anhänger oder jetzt gerade zum Beispiel. Da kommt er mit dem Besen angerannt. Geht nicht. Nee. Nee, geht nicht. Also mal gucken, ob du gleich beim Reinfahren mal vorne schon wegnimmst. Ne? Ja. Kehr ich mal ein bisschen den Dreck. Also das dauert, bis wir die Maisilage verwendet haben, ne? Ja. Vor allem, die ist auch richtig hoch. Also die wenn wir das ganze Feld geerntet hätten, dann. Ja, also gehäckselt, dann. Gehäckselt, dann wär's noch mehr geworden. So. Checkt auf jeden Fall die Folge ab. Ich habe nämlich dann den Mais so geerntet mit dem großen New Holland. Und das haben wir dann verkauft. Ja, und checkt auf jeden Fall die komplette Playlist ab, weil das ist schon auf jeden Fall ein cooles Projekt hier. Ich denke, dass wir das echt zu unserem Map. Ja, machen. Weil die Map gibt einiges her, die ist schön vom Aufbau her. Der Hof ist auch top. Ja. Gucken, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir hier die riesigsten Maschinen haben. Also haben wir auch jetzt schon, aber wenn wir so weit sind, dass wir so viel Geld haben.
Aber wenn wir erstmal die ersten 10 Rinder haben, unsere eigenen ersten 10 Rinder. Das ist ein Erfolg. Die wir dann verkaufen können. Ja, das wird dann Erfolg. Hm? Ah, ich hab vergessen, da vorne mit. So unauffällig, wenn man nicht genau hinguckt. Nee, muss tiefer machen. Tiefer. Ich weiß. Probier mal. Ah, jetzt häng ich da, oder? Nee, muss höher machen, so. Ich, ah, Mann. Nee, ich glaube, ich krieg. Ja, wenn nicht, dann lass das erstmal. Dann ja, lass das. Dass ich mir da noch die Gabel kaputt mache. Ja. Halb voll ist er. Wer ist noch im Silo? Da musst du gleich mal gucken, ich kann endlich sehen. Dann machen wir einmal Handbremse rein und nehmen einmal gucken. Sind noch drin? Ja. Okay. Haben sie lösen. Oma, können wir auch mal Innenansicht fahren, dann sieht ja auch mal, wie der von innen aussieht. Sagst du mal Bescheid, wenn ich drüber bin? Ja, sieht gut aus. Gucken, ob ich hier. Ja. Da steht er. Der Kletteraffe. Naja. Da hat man ja gerade eine Kuh Moon gehört, ganz laut. Das sieht gut aus. Na, ich geh mal gucken. Ja, ein bisschen geht noch rein. Jetzt ist voll. Jo. Aber das soll es auch schon gewesen sein von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal und lasst ein Abo da, schreibt was in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.